Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja eben deutlich geworden, die Fraktion Die Linke sagt Nein zur Sicherheit. Wir dagegen sagen Ja zur Sicherheit. Und wer Ja zur Sicherheit sagt, sagt auch Ja zu Frieden und Freiheit. Und das unterscheidet uns, meine Damen und Herren. Und deswegen leisten wir einen Beitrag in der Gemeinschaft. Und wer sich in einer Gemeinschaft einbringen will, der muss auch bereit sein, etwas zu geben. Und deswegen sagen wir, wir investieren aus voller Überzeugung in die Sicherheit Deutschlands und in unsere Bündnisse, Vereinten Nationen, NATO und Europäische Union. Und das ist eine gute Investition, meine Damen und Herren. Sie wollen einen Sonderweg gehen, einen Alleingang gehen. Sie wollen einen Weg beschreiten, raus aus der Gemeinschaft, Verbindlichkeiten nicht einzuhalten. Sie haben ja offensichtlich auch vor, einen Sonderweg in Ihrer Partei zu gehen, einen Marsch der Bewegung oder wie Frau Wagenknecht ihn nennt, meine Damen und Herren. Was wir brauchen, ist Verlässlichkeit, Verbindlichkeit. Und deswegen stehen wir auch zu unseren Verpflichtungen. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Weil wir uns orientieren an der sicherheitspolitischen Veränderung. Es gibt eine Veränderung, meine Damen und Herren. Wir haben ein aggressives Vorgehen Russlands auf der Krim. Wir haben die Zapad-Manöver an der Grenze zum Baltikum. Das beunruhigt die Menschen dort, und darauf müssen wir reagieren mit einer stärkeren Bündnisverteidigung. Wir müssen einen Beitrag leisten in Ländern, die destabil sind, wie zum Beispiel Mali, Afghanistan, weil wir nicht wollen, dass von dort aus wieder Terror und Kriminalität kommt. Und wir leisten einen Beitrag im furchtbaren Vorgehen des IS, nämlich indem wir sagen, wir stellen uns dem entgegen, wir stellen uns Terror entgegen, wir stehen ein für Frieden und Freiheit. Und das ist Verantwortung, meine Damen und Herren. Wer die Verantwortung in der Welt bejaht, der darf sich der Last, die sich daraus ergibt, nicht entziehen. Das hat mal der Philosoph Picht gesagt, und ich finde, das bringt es gut zum Ausdruck. Wer Werte bejaht, wer Verantwortung bejaht, der muss sich auch einbringen. Und deswegen sagen wir, wie auf dem NATO-Gipfel in Wales und in Warschau vereinbart, jeder muss bereit sein, als Mitglied eines Bündnisses bis zu 2% sich hierbei auch einzubringen. Und ich will Ihnen sagen, warum, meine Damen und Herren. Wir müssen investieren in Fahrzeuge, wir müssen investieren in Cybertechnik, wir müssen modernisieren, und wir müssen uns auch darüber klar sein, dass wir die Fähigkeiten, die wir haben, weiterentwickeln müssen. Und wir brauchen eine Vollausstattung. Aber vor allem müssen wir investieren auch in Personal. Wir müssen bereit sein, für unsere Soldatinnen und Soldaten auch etwas einzubringen. Der Beruf des Soldaten ist kein Beruf wie jeder andere. Und deswegen muss es sich auch wiederfinden in der Attraktivität. Und wir gehen einen Weg in Europa unter dem Stichwort PESCO, das ist die Verteidigungsunion, weil wir sagen, dort, wo es funktioniert, wollen wir enger in Europa zusammenarbeiten, auch um effizientere Strukturen zu bekommen. Interoperabilität und Standardisierung sind hier zwei wichtige Punkte. Meine Damen und Herren, wir sind der Überzeugung, dass man Konflikte nicht allein militärisch lösen kann, sondern immer nur im vernetzten Ansatz. Und deswegen sagen wir auch neben der Grundlage des 51. Finanzplans, dass wir investieren in die sogenannte Oder-Quote, das heißt die Anteile öffentlicher Ausgaben am Bruttonationaleinkommen, weil ohne Sicherheit keine zivile Entwicklung möglich ist in den Ländern. Und wir wollen beides. Und wir sagen, das hat etwas miteinander Grundlegendes zu tun, diesen vernetzten Ansatz voranzubringen, meine Damen und Herren. Wir wissen, die sicherheitspolitische Lage hat sich grundlegend geändert. Wir wissen, wir müssen mehr investieren in die Sicherheit auch unserer Bündnisse, unseres Landes. Das ist der erste Anspruch Bürgerinnen und Bürger, wenn sie hier auch sehen, dass deren Steuergelder effizient eingesetzt worden sind. Wir stehen zu dieser Verantwortung, weil wir Verantwortung tragen für unser Land, für Frieden und Freiheit. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich erteile das Wort dem Kollegen Thomas Hitschler von der SPD.